Komm schon, hau ihn weg. Komm schon. Jawohl. So, erledigt die beiden. Wunderbar. Gut, keine Schwarzherzfäule oder sowas. Schon mal sehr gut. Ernsthaft jetzt? Schon wieder Untote? Echt jetzt? Oh, das sind Bogenschützen! Auch das noch Bogenschützen. Okay. Noch so eine Ahnengruft. Super. Da wollen wir aber nicht hin. Dass ich jetzt die Bögen und die Pfeile gekriegt habe, finde ich zwar jetzt ganz nett, aber hätte nicht sein müssen. Ist jetzt echt ein unglücklicher Zeitpunkt. Südwestlich. Die müssen... Hier irgendwo muss eine Dungeon sein, die Sargon heißt. Irgendwo hier. Das könnte überall sein. Im Südwesten. Ich wollte gerade sagen, was? Du greifst mich nicht an? Was ist mit dir los? Na komm. Jo, Axt auf 47, ne? Alter. Heftig. Oh. Hey, Nord. Oh, oh. Ich wusste es. Einer von denen hatte die Pest. Schön. Super. Sowas liebe ich ja immer. Diese Pestinfektion, die ist echt scheiße. Ja, super. Hinein zu den Höllenhunden. Geil. Nochmal die Schwarzherzfäule abholen. Aber erstmal nehmen wir den Skill mit. Der ist pestkrank und der auch. Es war so klar. Es war sowas von klar, ey. Diese scheiß Schwarzherzfäule. Mann. Die Pest können wir leider noch nicht heilen. Das ist die einzige Krankheit, die wir nicht heilen können. Zumindest noch nicht. Danke, die Höllenhunde können mich mal. Ich habe keinen Bock auf die. Ich will mich nicht mit der Schwarzherzfäule anstecken, danke. Irgendwo hier muss ich noch eine Insel befinden, auf der Sargon versteckt ist. Und sei sie noch so klein. Alter, wie viele Schlachterfische hier einfach mal drin rumschwimmen, ne? Heftig. Da ist noch einer. Weg damit. Das ist echt heftig, wie viele Schwarzfische, ja. Wie viele Schlachterfische hier unterwegs sind. Au. Schon wieder ein Schlachterfisch. Der lebt immer noch. Es ist diesmal aber ein kleiner. Aber egal, auch Kleinvieh macht ja bekanntlich Mist. Jetzt sind wir westlich. Wir sind jetzt genau über Vaas. Genau über Vaas. Ja, ist toll. Gerade an Landeschuh begrüßt mich dieser blöde Klippenläufer. Dankeschön. Das habe ich jetzt auch gebraucht. Au. Also man kann sich das echt aussuchen. Im Wasser Schlachterfische an Land. Entweder die Klippenläufer oder irgendein anderes Vieh. Ja, so viel mal dazu. Thank you.
Na komm schon, stirb! So. Weg ist er. Wunderbar. So, dann schauen wir. Ich fall ins Wasser. Und natürlich kommt gleich wieder ein Schlachterfisch bzw. ein Droik an. Super. Aber ich hau ab. Haha. Pech gehabt. Kein Arsch, wo ihr euch reinbeißen könnt. Ich weiß, ich kann gemein sein. Haben wir das eigentlich? Boah, es ist schon fast ab 10, ey. Heftig. Aber egal. Ich nehme gerne dieses Spiel auf. Ich habe Bock drauf. Ich habe gerade im ersten Moment erstmal gelesen, pestkranke Schlammkrabbe. Aber ich glaube, die können die Pest gar nicht haben. Was? Boah! Was für ein mächtiger Gegner. Eine Schlammkrabbe, die mich angreift. Von sich aus. Wahnsinn. Sie werden immer aggressiver. Also dieses südwestlich scheint irgendwie nicht so ganz zuzutreffen. Es sei denn, ich bin die ganze Zeit die falsche Richtung gegangen. Wir müssen etwas enger nach Westen. Das kann natürlich auch sein, beziehungsweise in dem Fall jetzt nach Osten. Ja, ja. Todesmutige Schlammkrabbe. Merkt das schon. Sumpffieber ist nicht so schlimm. Das können wir behandeln. So, erledigt. Sumpffieber ist wirklich nicht schlimm. Das ist noch vergleichsweise harmlos. Ja, es war klar. Ja, super. Aschkrebs wiederum ist scheiße. Das ist nämlich auch eine Form der Pest. Die Pest hat leider mehrere Formen hier. Leider. Sorry. Na komm schon. Jawohl. Und tschüss, Mann. Ich würde sagen, wir heilen uns erstmal. Das war klar, dass ich da wieder nichts sehen kann. Danke. Oh, geil. Strahlender Sonnenschein. Super. Perfetto. Da kann ich super sehen. Das ist doch superb. Auf die Fresse, ey. Alter Schwede, das war gut. Das ist ein bisschen Pflanzenwelt. Oh oh. Ich wollte gerade sagen, das sind doch die dätrischen Ruinen. Na, was kommt jetzt? Schlammkrabbe. Süß. Ich wollte jetzt eigentlich nicht mit einer Schlammkrabbe kämpfen, aber okay. Ich habe jetzt den Kampf angenommen und die auch platt gemacht. So, irgendwo hier ist Sargon. Müsste hier irgendwo sein. Sargon. Diese Schlammkrabben, ne? Das ist ja sagenhaft. Verzweifelt am Suchen nach dieser Scheißhöhle. Es ist eine verfickte Höhle und die finden wir jetzt nicht. Und ja, ich habe verfickt gesagt. Ihr habt doch richtig gehört. Ah! Ah! Wir haben sie gefunden. Sehr geil. Freunde, wir sind fündig geworden. Wir sind fündig geworden.
Nee, es wird nichts. Okay, jetzt wird spannend, Freunde. Wir haben die Höhle gefunden. Dann doch nochmal. Ich hätte schon gedacht, wir finden die nicht mehr. Aber doch, wir sind fündig geworden. Das heißt, es wird für mich wieder dunkel. Super. Das heißt, wir müssen wieder eine Lampe ausstatten, beziehungsweise eine Fackel. Super. Ah, den ersten Gegner kann ich auch noch so sehen. Also so blind bin ich tatsächlich doch noch nicht. Jetzt habe ich ja, genau, der trägt gleich mal zwei Hände, ey. Alles klar, natürlich. Ich glaube, hier werde ich das dann sonst genauso machen wie bei der Ahnengruft. Oh, scheiße. Der Gegner ist tatsächlich gefährlicher, als ich dachte. Alter. Nein, nicht die Kranke. Nein. Scheiße, ich habe den Zauber nicht umgestellt. Sehr netter Gegner. Erwartet, bis ich geheilt bin. Alter, ernsthaft? Du kannst dich doch nicht totschlagen lassen von denen. Kurzschwert. Also ernsthaft. Mal ehrlich. Eisenclaymore. Gewöhnliche Holz. Also deine Knochenrüstung nehme ich gerne mit. Den Rest hättest du behalten können. Ah, so, schon mal besser. Schmiedehammer. Das war klar. Oh! Der hat unsere Rüstung erstmal richtig schön zerfickt gerade. Alter. Das wundert mich nicht. Das ist ja auch nur eine leichte. Er hatte eine mittlere Rüstung. Wundert mich also echt nicht. Was? Oh. Ich wollte gerade sagen, der nächste. Nein, es ist eine Sie. Die ist übrigens auch angezogen. Also nicht so wie die Träume. Die ist nicht nackt. Hättest du wohl gerne, wa? Kann es sein, dass ihr alle Knochenrüstungen tragt? Und Zwergenwaffen sehe ich gerade. Au, 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 au. Jo, die haben wir. Stahlkriegsaxt. Kaiserlicher Drachenschuppenküras? Boah. Alter. Mädel. Ja, das habe ich mir gedacht. Wir werden langsam voll. Heidewitzka. Geiles Zeug, ey. Alter Schwede. Ich merke schon, ich habe offscreen viel zu tun, aber ich habe auch viel Zeit nach dieser Aufnahme. Wirklich viel Zeit. So. War klar. Ich würde sagen, wir gehen kurz mal ein bisschen zurück, damit wir uns erstmal heilen können überhaupt auf der Brücke. Oder dahinter. Zwei Gegner haben wir schon mal umgebracht. Nicht schlecht. Vor allem gleich als erstes zwei Hände, ne? Alter. Das war echt schon übel. Gleich zu Anfang jemanden, der mit zwei Händen unterwegs ist. Da ist schon der nächste Kandidat. Falle. Okay. Warum wusste ich das?
Oh nee. Oh nee. Dann noch mal eine Hassgegner. Du Penner. Musst du ausgerechnet meinen Hassgegner heraufbeschwören, hä? Ja, muss er. Ich sehe das schon. Nein, bin ich nicht. Schön für dich, dass du... Alter, bring den Kerl zu Fall, Mann. Also wenn es so weitergeht, ist unsere Stärke gleich bei Null. Oh, unsere Stärke ist auf 70 runter. Guckt euch das an. Jetzt wisst ihr, warum ich den Kampf gegen diese Zombies hasse. Alter, auf 70 runter. Seid ihr denn bescheuert? Super, 15 Punkte. Laden! Scheiße, ich war zu langsam. Oh, Alter. Jetzt sag nicht, ich muss alle Kämpfe nochmal machen. Nee, oh, Glück gehabt. Alter, das ist ja echt heftig. Oh, ich sehe gerade, er hat ja die Rüstung ausgezogen, die zerstört wurde. Das ist gar nicht gut. Alter Schwede, das heißt, er darf um Himmels Willen nicht zum Zaubern kommen. Ja. Dahinter ist es mir egal. Da kann er keinen Schaden anrichten. Ein Silberstab. Ah. Amulett des Lichts. Schon mal etwas. Ja, komm, nimm mir die schietigen Kram auch noch mit. Weg damit. Ui, 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 ui. Nicht schlecht, Herr Specht. Also was uns hier alles erwartet, das ist schon bemerkenswert. Ja, doch. Falle entschärft, wunderbar. Was erwartet uns dahinter? Ein weiterer Gegner. Wir haben so viel Ausdauer, der haut uns trotzdem um. Das ist echt ein Witz. Der tötet uns trotzdem. Erledigt. Das Geld nehmen wir gerne mit. Und die Sachen werden wir alle erstmal da lassen müssen. Weil die Sachen viel zu schwer sind. So. Ist halt so. Ist das schon der nächste Gegner? Oder sind das einfach nur Stacklacken, die ich irrtümlicherweise gerade so sehe? Nee. Kiste. Ah, hier ist ein Bett. Ich kann aber nicht rasten, da jemand noch in der Nähe ist. Zwei Gegner? Okay, das ist gemein. Das ist echt gemein. Da habe ich keine Chance gegen. Gegen zwei ist scheiße. Und ich glaube, einiges von meiner Rüstung war ziemlich im Arsch, so wie es aussah. Oh ja. Macht nichts, da brauche ich schon mal den Meisterhammer auf. Wunderbar. Und jetzt die normalen Hämmer. Sehr schön. Alter, haben die an Macht. Ist ja heftig. Ich habe viel zu looten.
Definitiv. Viel, viel, viel zu looten. Das ist echt eine große Menge. Und ich würde sagen, ich verzichte hier jetzt tatsächlich mal auf die Axt und greife auf mein Kurzschwert zurück, weil die Kämpfe sind echt heftig hier. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie so heftig sind. Ja, die Gegner sind stark. Aber wir auch. So, was haben wir hier? Geld, Sehnstein. Muss ich leider erstmal hier lassen. Draken nehmen wir mit. Zumindest die Draken erstmal. Das ist also ihr Lager hier, ja? Okay. Agilitätskrank? Krank, ja. Agilitätskrank. Mhm. Natürlich, Lars. Alles klar. Alter, das frisst schon 4 Kilo. Heftig. Pass mal auf, ich werde mal die beiden Bögen da reinpacken und die Pfeile mit. Die Gegner dürften ja darauf keinen Zugang haben. Dadurch haben wir erstmal ein bisschen Platz wieder. Dass die Maus jetzt sich gerade hier so festhakt, finde ich jetzt gar nicht geil. Ist jetzt hier ein bisschen eng geworden, seitdem ich den Fernseher gekauft habe. Obwohl der gar nicht so groß ist. Der ist ungefähr genauso groß wie mein PC-Bildschirm. Und da ich hier alles so ein bisschen enger zusammengerückt habe. Ne? Und so. Zwei Gegner. Alter, das ist heftig. Zwei Gegner ist übel. Ich lass mal den einen zu mir kommen. Ja, Feuermann ruhig. Scheiße. Ja, Schnelligkeit ist hier wichtig. Boah. Silber und dann noch verzaubert. Alter. Also ich glaube, wenn ich nochmal näher herkomme, sollte ich hier möglichst wenig mitnehmen. Scheiße. Oh, das wird eine lange Tour, glaube ich. Alter. Aber ich freue mich drauf. Schöne viele Sachen zu verkaufen, zum Looten. Wunderbar. Oh, scheiße. Danke. Nordisches Breitschwert. Mhm. Mist. Der Typ hat mich voll gemacht. Das Mädel! Das ist eine Frau! Okay, es war eine Frau. Die Laute kannst du behalten. Und tschüss. So, was ist mit dir? Zauberobservation, okay. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Das Geld nehme ich natürlich auch sehr gerne entgegen. So. Eieieiei, das ist echt heftig. Der Widerstand ist echt nicht ohne, muss ich ja tatsächlich zugeben. Hätte ich nicht gedacht, dass es so heftig werden würde. Vor allem guckt euch den Loot an, ey, Wahnsinn. Da ist eine Brücke. Fragt mich, wo die hinführt. Also jetzt kann ich die NPCs, die hier sind, nur noch töten und das war's dann. Mehr ist nicht mehr drin. Ist das der Anführer? Ich hoffe mal, dass das der Anführer ist. Auf jeden Fall hat er eine Vulkanglaswaffe. Alter. Intelligenz, Charisma, nein, 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 nein. Stärke, Geschicklichkeit, Lebensenergie. Lebensenergie festigen, Ausdauer wiederherstellen. Ich nehme jetzt mal die Tränke ein, die ich hier habe. Ausdauer wiederherstellen, die werden wir brauchen. Was haben wir hier noch? Glück, Schnelligkeit, Konstitution, Glück, Willenskraft, Feuerresistenz, Geschicklichkeit. Ich nehme auch dann mal den zu mir.
Alter, hat der auf die Fresse. Ah, das war er. Der Anführer. Alter, hat der auf die Fresse gekriegt von uns. Heftig. Trotzdem kann ich leider noch nichts von ihm mitnehmen. Nera Beneran, das war er. Alter Schwede, hat der gerade auf die Fresse gekriegt. Das war doch der, ne? Nera Beneran. Genau. Der ist tot. Wunderbar. Den haben wir. Alter Schwede. Und das ist eine reine Goldgrube. Also was hier alles an Loot liegt, was wir mitnehmen können. Was? Kiste von geringer Qualität? Also wenn das schon so speziell hervorgehoben wird, dann muss es einen Grund haben. Teures Amulett. Mhm. Männliches Gewand. Das war's, mehr nicht. Okay, ich habe jetzt sonst was erwartet. Auf jeden Fall ist der Kerl erledigt. Das steht schon mal fest. Hier ist noch ein bisschen Geld, Alter. Jo. Ich würde sagen, wir haben gerade die nächste Quest für die, Diebesgilde. Ich will jedes Mal Diebesgilde sagen. Nein, für die Kriegergilde erfolgreich absolviert. Tatsächlich. Und auch das haben wir... Super. Für das bisschen da. Klasse. Naja, gut. Gut, wir haben den jetzt getötet. Aber wir scheinen noch nicht so ganz hier durch zu sein, irgendwie. Das war also der Anführer. Und der Anführer war auch nicht gerade schlecht bewaffnet. Also er hatte eine Vulkanglaswaffe und die war dann auch noch mit Magie verstärkt worden. Das ist nicht schlecht. Kann man nicht anders sagen. Die waren eigentlich fast alle, bis auf ein paar wenige, alle mit Knochenrüstung ausgestattet. Nicht schlecht. Oh, ich glaube, das war's. Ja, das war's. Hier gibt's keine Gegner mehr. Das ist ganz gut. Denn das heißt, liebe Leute, wir können uns jetzt erstmal einen Levelaufstieg sichern. Stärke, Intelligenz und Willenskraft. Vor allen Dingen Willenskraft. Damit unser Widerstand mal höher wird. So, das heißt, wir können jetzt 5 Pfund mehr mitnehmen. Aber es wird jetzt nicht so wahnsinnig viel bringen. Zugintelligenz, ja, super. Ich kann höchstens nochmal das Rattenfleisch hier ein bisschen zu mir nehmen, damit das verschwindet. Aber das wird jetzt auch nicht so unbedingt so viel ausgleichen, sag ich mal. Würde ich sagen, statten wir schon mal den Rückkehrzauber aus. Den werden wir gleich brauchen. Und dann teleportieren wir uns zurück nach Altruhn zur Kriegergilde. Alter. Hat der ein Loot hier bei sich gehabt. Alter. Wir können sein Sturmschwert mitnehmen. Blitzschaden. Langwaffe einhändig. Okay. Was hat er dann noch? Netzlederstiefel. Die können wir mitnehmen. Gewöhnlicher Gürtel. Und die Hose. Das war's. Mehr können wir nicht mitnehmen. Gut, dann würde ich sagen, teleportieren wir uns zurück nach Altruhn. So. Ich hatte euch beauftragt, euch um Nera Beneran zu kümmern. Habt ihr dabei schon irgendwelche Erfolge vorzuweisen? Gute Arbeit. Infolge von Nera Beneran wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Hier ist euer Anteil an den Kopfgeldviper. 500 Draken. Und wir sind nun Protektor. Geil. Die nächste Beförderung. Sehr gut. Ich glaube, so viele Beförderungen kommen jetzt auch gar nicht mehr. Ja, ich weiß. Wir nehmen noch den nächsten Auftrag entgegen. Keine Sorge. Keine Panik. Das kommt alles noch. Ich würde nur ganz gerne erstmal den Loot, den wir erbeutet haben, erstmal loswerden. Das ist doch ein bisschen viel. Sprecht nur. Ja, ja, schon recht. Finde ich auch geil, dass die Wachen Fackeln in der Nacht haben, dass man die sofort sehen kann. Das finde ich interessant. Vor allem, dass das auch so ist, dass sie automatisch sofort damit rumlaufen. Also es war sogar schon Morrowind so. Willkommen. Also es ist in Skyrim so und ich glaube in Oblivion auch. Besonders guten Preis.
Ja.